Hallo und herzlich willkommen zum Quick Tutorial. Das vierte seiner Art, lange nicht mehr fortgeführt, diese Reihe. Ich möchte aber heute gerne nochmal darauf hinausgehen. Ich möchte nämlich heute mal auf Enums zugehen, beziehungsweise erklären, was Enums genau sind. Viele von euch kennen bestimmt schon den Boolean. Boolean sind halt Wahr-Falsch-Aussagen, kann halt den Zustand True oder False haben. Werden halt häufig genutzt, um halt Zustände abzufragen. Das Problem ist aber halt, ein Boolean kann halt nur True oder False haben. Die Alternative wäre halt entweder ein Int, der halt eine bestimmte Anzahl an Zahlen hätte, oder halt ein String. Aber die Frage ist halt, an sich ist es doof, weil ein String müsste man immer prüfen, ob das entsprechende ist, und der Int ist auch nicht perfekt, weil der Int halt auch zigtausend andere Zahlen haben könnte. Und vor allem ein Int sagt nicht ganz klar, was ist. Und da kommen wir nun zum Enum. Enum ist halt auch eigentlich im Prinzip ein Aufzählungstyp. Und, beziehungsweise das Enum, ist halt oder die Enumeration, um genau zu sein, hat halt also seinen Vorteil. Also, wie ihr jetzt hier seht, wir sind jetzt gerade, haben jetzt hier mal das Enum Fruit, als Beispiel. Es enthält Apple, Orange, Pineapple und Cherry. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Enums könnt ihr halt einfach so schreiben. Sie schreibt ihr wie eine Klasse, nur dass sie halt statt halt der Class hier oben Enum stehen habt. Könnt ihr in Eclipse auch einfach eine Klasse erstellen und dann zum Enum umbenennen. Ihr könnt es auch direkt als Enum erstellen, macht keinen Unterschied. So, das Interessante an der ganzen Geschichte ist an sich prinzipiell der Aufbau. Man schreibt grundsätzlich in Enums an sich immer groß, heißt alle Buchstaben sind groß, es gibt keine Groß- und Kleinschreibung. Danach kommt dann immer ein Komma, dann halt die nächste Option, wieder ein Komma und so weiter, bis halt sozusagen die letzte Option kommt. Nach der letzten Option kommt ein Semikolon, damit ist klar, dass halt sozusagen die Optionen gesetzt sind. Das Besondere an Enums ist, ihr könnt prinzipiell Enums auch sozusagen zu einem Mix aus einer Art Klasse und einem Enum setzen. Vorteil an der ganzen Geschichte: Es gibt eine fest definierte Anzahl an Optionen, ne, die ihr hier seht. Ihr könnt aber dann auch hier zum Beispiel dahinter sozusagen Übergabeparameter wie eine Klasse schreiben. Das ist halt so ein Trick, den man mit Enums machen kann. Ich kann einmal hier zeigen. Zum Beispiel habt ihr dann jetzt hier den String Name Apple, sozusagen, wie er dann ausgeschrieben ist. Jetzt seht ihr, hier gibt es jetzt schon einen Fehler. Und jetzt müssen wir halt einfach nur noch nämlich was machen, nämlich Public Fruit kann man String Type. Jetzt seht ihr hier schon, ich schreibe das Ganze wie ein Objekt. Dann mache ich jetzt hier halt eine Private String Type. Und dann mache ich halt Type ist gleich Type. So, this.type gleich Type setzen, sonst macht das keinen Sinn. So. Und dann mache ich hier zum Beispiel Public String getType und kann dann sozusagen return this.type setzen. Das heißt, ich kann das prinzipiell das Ganze wie ein Objekt nutzen und kann dann sozusagen jetzt hier Sachen hinterher setzen. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Ich schreibe jetzt sozusagen immer das Ganze in klein daneben, wie man das sonst so schreiben würde. Pineapple und Orange. Orange. So, das Ganze muss ich zu einer Fruit setzen, genau so. So einfach geht das Ganze schon und mehr ist es auch nicht. Was ist das Besondere an der ganzen Geschichte? Naja, ich habe jetzt halt sozusagen vordefinierte Optionen, die gesetzt sind. Das heißt, ich habe so eine Art, ja, Objekt in diesem Fall, dieses Enum halt. Also ich kann halt immer was haben und ich kann je nach Enum-Typ halt dann sozusagen noch diesen Type abfragen. Das ist halt an bestimmten Stellen ganz vorteilhaft, wenn man zum Beispiel die Übersetzung oder sowas aus einer Config laden möchte. Dann kann man prinzipiell hier sozusagen den Enum setzen, no permission etc. Hat hier neben dann sozusagen den Inhalt. Kann dann halt, weil die Klasse Enum halt getValues unterstützt. Ich mache das jetzt mal hier, Test Class. Und hier mache ich mal eine Methode rein, public void on public static main, public static void main string, geschweifte Ecke, kann man auf, args. So, und jetzt kommt hier halt das Spannende an dem Ganzen. Ihr könnt halt dann zum Beispiel von der Fruit, ihr habt jetzt eine Frucht dann halt, ne? Fruit, das ist eure Fruit, ist gleich fruit dot, und dann sagt ihr zum Beispiel Apple. Und dann könnt ihr jetzt halt dann auch ausgeben, system.out.println, und dann halt fruit.getType. So, und jetzt könnt ihr das zum Beispiel so machen, wir haben jetzt hier Apple, und jetzt können wir halt auch einen String ausgeben, das wäre jetzt halt hier Apple.
Jetzt können wir aber auch zum Beispiel sagen, dass wir hier dann halt auch einfach Punkt toString nehmen. Dann würden wir halt das als großgeschriebenes sehen. Das heißt, dann würde hier unsere Enumeration, also unser Value, sozusagen wie es hier steht, halt ausgegeben werden. Das soll aber halt immer eigentlich großgeschrieben werden. Von daher würdet ihr immer ein großes Value bekommen. Jetzt kommt aber was Lustiges. Ihr könnt halt dann zum Beispiel Folgendes machen. Wenn ihr jetzt euch sozusagen eine SetType-Methode macht, als Beispiel SetType, so, dann machen wir es halt einfach mal so. Wir haben jetzt hier die Apple-Frucht, die geben wir jetzt halt, den Apple geben wir jetzt hier zum Beispiel aus als GetType. Dann kann man jetzt sozusagen den Typen nehmen. So, und jetzt machen wir halt einfach mal vor fruit.values. Das heißt, wir gehen einmal alle Values durch, die wir hier haben. Das müssen wir halt fruit x mal nennen. Dann fragen wir if fruit x gleich fruit.apple. Dann setzen wir fruit x.setType. Und hier müssen wir halt noch eine Methode machen, nämlich hier machen wir keinen Return, sondern hier machen wir ein Void. Void setType string type. Dann machen wir this.type ist gleich type. So, was bringt uns das Ganze? Wir können dann halt hier zum Beispiel setType machen. Setzen dann halt fruit setType und hier machen wir jetzt mal x. Und am Ende geben wir das gleiche nochmal wie hier oben aus, nämlich hier fruit.getType. So. Und jetzt erkläre ich euch einmal nämlich hier an der ganzen Geschichte, was das ist. Ich führe es aus, jetzt seht ihr Apple und dann gibt es X aus. Warum? Naja, wir gehen jetzt hier halt einmal alles durch und setzen dann, wo die Frucht X Apple ist, halt den Type auf X. So, wenn ihr es euch jetzt so ein bisschen verbindet, ihr kennt ja auch schon Config-Methoden, ihr kennt auch Buffered Input Stream Reader, dann könnt ihr halt prinzipiell das Ganze so machen, dass ihr sozusagen diese Fruit-Geschichte schreibt. Ihr schreibt die mit Basismethoden, Basis-Values. Und wenn zum Beispiel eine Config geladen wird, könnt ihr das Ganze überschreiben. Hat den Vorteil, ihr schreibt dann zum Beispiel überall halt beim Output dann halt fruit.apple.getType zum Beispiel. Und dann wird ja immer fruit.getType ausgegeben. Ihr könnt aber im Hintergrund halt sozusagen den Inhalt ändern. Vorteil an der ganzen Geschichte ist, es ist sehr dynamisch. Die Config sieht nicht groß aus, weil ihr nicht alle Sachen in der Config speichern müsst. Ihr müsst nicht sozusagen irgendwelche Strings immer wieder überschreiben in der Config, sondern ihr habt einfach diese Enums und die Enums sind einfach knallhart und klar und festgesetzt. Finde ich eine schöne Geschichte, deswegen finde ich Enums sehr von Vorteil. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie Enums sozusagen eingesetzt werden können, dann solltet ihr vielleicht auch einfach mal in meinen meinen Code Battle mit OETC reinschauen. Das ist jetzt schon ein bisschen länger hier online. Ich kann es jetzt hier einfach oben in der Infocard mal einblenden, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist zwar jetzt mit Minecraft, aber auch da habe ich zum Beispiel die Config auf Basis von Enums gesetzt. Hat halt einfach wirklich den Vorteil, dass halt zum Beispiel jetzt damit die Strings gesetzt worden sind. Eine andere Option von Enums sind halt aber auch wirklich Game States. Ihr habt zum Beispiel den Game State In-Game, dann habt ihr Waiting, dann habt ihr Lobby und ihr habt zum Beispiel Endgame. Ja, das sind halt vier Game States. Eine Option wäre halt, ich hätte zwei Booleans und je nachdem, wie die gestellt sind, ob die beide false sind, ob einer false ist oder der andere false ist oder ob beide true sind, kann ich dann halt sozusagen das setzen. Das wäre die eine Option, wäre aber eher unschön. Oder ich mache einfach ein Enum und mache das mit dem Enum. Das ist halt eine sehr gute Alternative. Vor allem, ich kann Enums sehr leicht erweitern, wenn ich mit so einer Boolean-Geschichte das immer größer wird, umso mehr hinzugefügt wird. Ich bin halt auch recht starr mit der ganzen Geschichte. Von daher empfehlen sich Enums wirklich an solchen Stellen, wo man weiß, dass entweder A noch was hinzukommt und der Boolean sozusagen gerade ausreichend ist, oder wo B halt man halt einfach die Übersicht wahren möchte oder eh schon über den Boolean hinweg ist von dem, was ein Boolean maximal wirklich macht. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze einigermaßen was beigebracht. Ich hoffe, es war auch einigermaßen verständlich, was Enums in dem Fall sind. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare und ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Quick Tutorial ist mit seinen 9 Minuten jetzt nicht allzu lang, aber ja. Bis dahin dann. Tschüss.